Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Runde Crusader Kings 3 mit dem glorreichen Königreich von Wales. Hier ist euer Don Firenze und ja, habt Spaß. Nebenbei, ich habe mal geguckt, weit über 90% der Zuschauer meines Kanals haben mich nicht abonniert. Das ist schade, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn der ein oder andere von euch den Abonnenten- oder Abonnier-Button klicken würde. Ja, würde mich freuen, wenn es wieder ein bisschen vorwärts geht, auch was diese Zahl betrifft. Und lasst mir auch gerne eure Likes da. Ich versuche auf eure Kommentare einzugehen, so sie denn geschrieben werden. Ja, ich habe, unser König vielmehr hat nachgedacht. Ihm ist in seinem Turm, ja, wenn er da so einsam herumstreift, ist ihm aufgefallen, dass er einen Rivalen hat. Dieser Rivale, der Earl Sinwit, der Ruchlose, der hat einen Titel hier hinten. Und was aber interessanter ist, seine Frau wiederum ist die Schwester von Fürst Ilo ab Euronwy von Eri. Und er wiederum hält zwei sehr interessante Titel, nämlich einmal den Titel von Eri selbst und von Harlech. Und ja, das Problem ist, im Moment hat er keine Kinder. Und das sehen wir natürlich aufgrund unserer ja, grüblerischen Einsiedelei und gepaart mit der Hinterlistigkeit eine Möglichkeit, unserem Rivalen eins auszurutschen. Weil der hofft wahrscheinlich, dass dass er hier das zeitliche Segeln, weil dann seine Frau diese Titel erben würde. Und dann hätte mein Rivale direkt einen Zug hier auf das, und das können wir selbstverständlich nicht zulassen. Deshalb, und da hat sich unser König schon schlau gemacht, es gibt nicht viele Möglichkeiten, als den Titel abzuerkennen. Ich habe mir überlegt, rein rollenspielerisch, wie könnte das zusammenpassen? Ja, zum einen, wie schon gesagt, gerecht spricht jetzt nicht zwingend dafür, aber er ist faul und hat deshalb keinen großen Anlass, letzten Endes jetzt groß was dafür zu tun. Er ist sich seiner Machtposition aber durchaus bewusst, auch in seinem Turm. Und weil er Lügen und Betrügen in seiner Natur trägt, ja, wie so eine zweite Haut, könnte er durchaus solche Pläne schmieden. Und deshalb wird er, obwohl wir Anspannungen halten, weil wir gerecht sind und auch unsere Untertanen ja, der Meinung sind, dass das keine gute Sache ist, aber das ist ihm letzten Endes egal. Er wird es durchsetzen. Er wird nicht annehmen, wir werden das hier machen. Wir werden den Titel aberkennen und nehmen dafür sogar in Kauf, dass theoretisch er hier richtig Stunk macht. Weil bevor wir das tun, wenden wir uns nochmal einem Problem hier bei Hofe zu. Da stehen wir wohl bei ein paar unserer Höflinge. So, okay, genau. Nämlich unser Erzbischof Sinflin von Wales, den wir sehr schätzen. Nee, der uns sehr schätzt. Wir haben ja, eine neutrale Meinung am Eher und ja, leicht besser hier von ihr. Aber wir werden mal hören, was es hier zu sagen gibt. Und ja, in letzter Zeit kam ich nicht umhin, die Scharen kichernder Maiden und sonst so disziplinierter Krieger zu bemerken, die sich in dunklen Nischen versammeln, um verzückt einem Buch zu lauschen. Heute habe ich endlich Gwen Aver mit dem Buch in ihren Händen in die Enge treiben können. Es ist eindeutig ein zügelloser Text, randvoll mit sinnlichen Verlockungen, irdischen Verführungen und üppigen Busen. Ich schweige, während ich über die mutmaßliche Reaktion von Erzbischof Sinflin nachdenke, und Gwynvar starrt mich besorgt an. Oh, wir haben 5 Dinge zur Auswahl. Meine armen Augen.
Warum erhalten wir da Anspannung? Ja, wir sind ja. Weil die. Ach ja, genau, wir sind zölibatär, richtig. Das läutert es mit Feuer. Das passt aber nicht zu unserem Gelehrten, okay. Kultur kommt in vielen Formen. Kommt in vielen Formen. Lasst sie lesen. Das wiederum würde ganz gut natürlich zu unserer Bildungskiste passen. Wir sind auch durchaus. Wir sind ein Gelehrter. Wir sind ein erkenntnisreicher Denker. Also abgesehen von diesem Zölibatär. Aber von dem Buch wird man nicht schwanger und hat auch keinen Geschlechtsverkehr. Also insofern würde ich fast sagen, das würden wir es wahrscheinlich selber nicht machen. Weil wir wollen uns natürlich auch nicht selbst in Verführung führen. Aber da wir. Lass das alles verschwinden, was ich gesehen habe. Nichts gesehen. Nein. Ich tatsächlich glaube ich, dass das hier unserem Charakter am nächsten kommt. Und so starten wir nun das Komplott zur Aberkennung, so nenne ich das jetzt mal, des Fürstentums von Meronith und stellen diese Forderung mal auf. Ich glaube nicht, dass er darauf eingehen wird. Insofern können wir uns dann im Prinzip gleich auf Krieg einstellen. Wir lassen mal langsam weiterlaufen. Oh, ich habe wohl keine andere Wahl, als mich eurer Entscheidung zu beugen, mir den Titel Earltum von Meronith abzuerkennen. Ja, genau so ist es. Wir können jetzt natürlich ihn zum Beispiel vergeben. Wer kommt denn da in Frage? Ich habe mir noch was überlegt. Und zwar, unser König hat hin und wieder vielleicht auch bei der Vergabe von Titeln es nicht ganz so geschickt angestellt. Denn wir sind natürlich ein Haus mit ganz vielen, ja, Charakteren. Aber in Zukunft werde ich bei der Vergabe von Titeln schon gucken, dass sozusagen mein Strang am ehesten drankommt und auch auf dieser Ebene hier sozusagen dann die Titel vergeben werden. Das ist zumindest mal so lange gut, solange das für mich Sinn macht, ja. Genau. Also, wen haben wir denn da? Hier ist bedauerlicherweise tatsächlich dieser Fürst Ilo, ne? Das ist ein bisschen schade. Das ist jetzt aber seltsam. Der ist aber auch hier drüben drin. Okay, weil das Haus hier abzweigt. Genau, aber er wird dann trotzdem noch mal hier drüben geführt? Das ist ja strange. Ja gut, weil er hier mit ihr verheiratet war. So müsste das doch sein, ne? Ja, genau. Da haben die sozusagen innerhalb der Dynastie geheiratet, was im Übrigen okay ist. Ich habe das mal gegoogelt. Es ist tatsächlich auch heute noch so, dass theoretisch Cousin und Cousine heiraten dürften und auch Kinder zeugen dürften, rein gesetzlich. Ist zwar verpönt, also zumindest bei Cousin und Cousine ersten Grades. Aber bei zweiten Grades ist das wohl schon gar nicht mehr so, auch heutzutage nicht, weil da die Wahrscheinlichkeit von Missbildungen, ich glaube, bei 1% oder so liegt. Und je weiter sozusagen der Grad der Verwandtschaft auseinandergeht, umso unwahrscheinlicher wird das Ganze. Das nochmal so als Sidekick, weil es mich mal interessiert hat, wie das heute so ist. Und ich denke mal, dass hier die Geschichte weit ist. Genau, und wahrscheinlich sieht das jetzt so aus, dass sie, die Fürstin. Okay, sie ist ein Hofarzt.
Und sie hat Kinder, die zum Teil in unser Haus dann reingeboren wurden. Und ja, er hat hier aber eben ein anderes Haus aufgemacht. Haus Aberfraw. Genau, und das hier sind wieder die Aberfraws. Genauso ist es. Also wir haben hier ein zweites Haus, wenn man so möchte, mit drin. Cut a long story short, wir werden Warwick also an jemanden vergeben, der im Dynastiebaum in jedem Fall zu unserem Haus gehört. Wenn wir da einen brauchbaren haben. Ja, nicht auf Teufel komm raus, aber zum Beispiel, was ist denn? Das ist eine Gräfin, die sieht nicht so ganz fresh aus. Es ist schon ein Herzog. Das ist ja unser Rivale, dem geben wir mit Sicherheit nichts. Das ist tatsächlich die Frau des Rivalen, richtig? Wow, was ist denn hier los? Okay, das hier ist im Übrigen jetzt schon Cousin und Cousine. Ja, ist gerade noch so erlaubt. Die Chance, missgebildete Kinder zu haben, ist aber so klein nicht. Aber in dem Fall hat es ganz gut scheinbar funktioniert. Hier, guckt mal. Was haltet ihr denn von ihm? Legitimierung eines Bastards. Wir können sie legitimieren. Das machen wir auch. Und damit können wir ihr immer noch keine. Ah, schade, wir können ihr keine Titel vergeben. Ja, logisch, sie ist ein Mädel. Nein, außerhalb der Dynastie wollen wir nichts machen. Hier sicher auch nicht. Aber hier unser kleiner Enkel. Dem können wir einen Titel vergeben und der bekommt den Titel von Warwick. Der ist auch in der Ausbildung bei unserem Sohn. Das passt doch. Dann wird er unser direkter Vasall. So, und dem ist aber jetzt noch nicht genug Rechnung getragen. Wir werden jetzt versuchen, ihm hier das auch streitig zu machen. Da kenne ich nämlich nichts. Ich will nicht, dass auch nur der Hauch einer Chance besteht, dass mein Rivale hier einen Vorzug erhält, weil wir vielleicht nicht handeln. Dafür sind wir zu hinterlistig. Lügen, Betrügen gehört für uns dazu. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Hier sind die Mangonellen dabei. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen Beef mit dem ganzen Reich, aber das nehmen wir, wie schon gesagt, in Kauf. Wir haben leider keinen Belagerer, ne? Das ist natürlich schade, aber auch. Doch, hier wäre einer. Aber der ist jetzt sozusagen der Gegner in der gegnerischen Armee drin. Insofern kann sich doch hier unser Sohn tatsächlich bei der Belagerung die Meriden verdienen. Und wir werden. Ach ne, guck mal, er ist hier tatsächlich. Dann machen wir das anders. Dann setzen wir ihn hier ein. Und greifen mit ihm hier an. Und er bekommt den Belagerungsmuckel. Und dann schauen wir mal, wie weit es geht. Ruf von Emmeline hat eine Hofeigenschaft erhalten. Das ist ein Ritter von uns, okay. Da können wir mal gucken, ob wir hier eine. Dynastie. Niedrige Geburt. Engelsächsisch. Haben wir irgendwas Walisisches? Die erste Waliserin, die mir unterkommt, die jetzt nicht gleich bretonisch, polabisch. Was ist er denn für ein Landsmann? Er ist ein Atheist, ein Waliser, ja, genau.
Kulturwaliser. Ja. Vererbliche Eigenschaften. Er ist die Kröte hier. Vorschlag abschicken. Gut. Dann lassen wir das mal laufen. Und damit auch dem Schicksal seinen Lauf, hätte ich gesagt. Ausgezeichnet. Ich denke, wir erwischen ihn noch. Wenn wir Glück haben, klären wir das jetzt ganz schnell. Jawohl, so ist es auch. Und damit ist dieser Krieg auch schneller vorbei, als wir bis 3 zählen können. Und wir können ihm letzten Endes den Titel aberkennen. Und weil er sich jetzt uns entgegengestellt hat, ja, man darf natürlich nicht gut finden, dass man sozusagen einen Titel aberkannt bekommt. Aber wenn man sich dagegen auflehnt, gilt man nämlich als Verbrecher. Und genau diesen Hinterhalt haben wir dem Fürst Ilo gestellt. Und deswegen werden wir ihm den Titel aberkennen. Kein Problem, so ist es. Euer Rivale Ilo hat verloren. Genau, er ist jetzt unser Rivale. Er ist auch tatsächlich bei uns im Kerker. Wie so einige andere auch. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Wir werden jetzt in jedem Fall mal die Truppen auflösen, denn ja, insofern passt es und wir haben wieder einen Titel zu viel. Was unser König letzten Endes im Sinn hatte, war ja letzten Endes, dass wir das Kernland, und das war so der Punkt, wo er sagt, also das Kernland von Gwynedd, das ist unverzichtbar für die Ehre des Hauses von Aberfraw und hat damit seinem Spieler Aber wirklich eine wirklich gute Basis geschaffen, denn theoretisch, Folgeanspruch, ja, müsste er das sowieso erben. Genau so ist es. Neben noch so ein paar anderen Titeln, die dann scheinbar hier gleich geschaffen werden. Da muss man mal gucken, ob man die vernichtet oder wie das dann genau funktioniert, weiß ich noch nicht. Ja, wir werden sehen. Aber diese Besitzungen hier, die bleiben ja in jedem Fall in der Hand dann der Erbfolglinie. Und das ist das, was unser König hier erreichen wollte. Und ich denke, das ist auch okay so. Nichtsdestotrotz müssen wir einen weiteren Titel vergeben. Und ich bin fast der Meinung, dass wir die Isle of Man hergeben sollten. Wobei, das steht für sich. Steuer. Aufgebote. Man weiß es nicht. Nein, ich glaube, wir werden Penfo abgeben. Und zwar werden wir sie hält einige unrechtmäßige Titel, aber die gehören mit Sicherheit dazu. Das heißt, wenn ich hier haben wir noch einen Aberfraw irgendwo, den wir der Herzogin unterstellen wollen. Nicht Ebro, alle bla bla bla, Ebro, Aberfraw, da sind sie doch. Da ist einer vierjährig, dreijährig, Sohn und Spielerverwalter, Enkel. Enkel und Vasall.
bist du für eine Herzog? Teile und herrsche, sage ich nur. Teile und herrsche. Nein, dann werden wir das hier tatsächlich an einen adligen walisischer Kultur geben. Und wir werden ihr einen Vasallen verleihen, nämlich ihn selbst. Das sollte uns dann hier bei ihr wieder ganz gut lieb Kind machen. Und sie ist jetzt Herrin dieser Länder. Und wir, denke ich, das ist so eine, das kommt dann dieser Gerechtigkeit so ein Stück wieder zugute. Insofern können wir das weiterlaufen lassen. Wir werden selbst nicht mehr heiraten. Wir sind zölibatär und sind einsiedlerisch. Das lehnen wir ab. Auf unsere letzten Tage haben wir dafür keine Geschichte mehr. So, jetzt müssen wir aber ganz kurz gucken. Wen haben wir denn da? Ein Earl. Ja, der hat uns nichts getan. Wir werden das natürlich aber nutzen. Ja, wir haben nichts davon. Das hier ist sowieso schade. Das ist übrigens der Bruder des Herzogs Ettelmeer, Alfredson von Wessex. Also eine wirklich schillernde Figur. Auch hier ziehen wir ein bisschen Geld aus der Tasche. Wir wollen die alle gar nicht so sehr einkerkern. Sind eh jetzt nicht gut auf uns zu sprechen. Gefangene und Rivale von uns, das ist der Ilo. Das ist natürlich schon was anderes. Wir sagen, komm, ihr schwört mal den Ansprüchen hier ab. Liebes Haus Eberlo. Und wir werden noch ein schwaches Druckmittel. Nein, das geht nicht. Ja, wir werden, der soll den Ansprüchen abschwören. Wer bist du? Ja, dann nehmen wir das Gold. Vasall von uns. Ja, wir lassen die alle gehen. Für Geld. Das war ja unser Punkt letzten Endes, dass wir einfach nur unseren Dingschen buckliger Balger kommen. Wir lassen den frei. Und lassen die auch. Wir lassen die alle frei. Das spült uns gut Geld in die Kassen. Und wir werden natürlich hier klar unsere Forderungen nach oben setzen. Und natürlich wird er mein Enkel das annehmen. So, und des Weiteren müssen wir noch klarstellen, dass unser Ratsmarschall, der gleich uns wieder zur Verfügung steht, da müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Eine prächtige Rüstung. Aber der ist nicht gut. Nein. Das machen wir erstmal nicht. Das passt nicht ganz so gut. So. Leb wohl. Der ist jetzt landlos. Und ich denke, er hier wird gleich wieder unser Ratsmarschall werden. Wir werden uns hier bei ihm auch ein bisschen, wir werden ihm versuchen klarzumachen, woran es denn gelegen hat. Und wir werden ihn auch mit der Aufgabe betrauen, in unseren Kernlanden mehr Kontrolle einzusetzen. Gut, wunderbare Neuigkeiten. Wunderbar. So. Gut, ihr Lieben, das war doch eine ganz ereignisreiche Folge. Das können wir mal wegmachen. Wir können mal kurz hier reingucken in die Details. Ja, so viel haben die Ritter gar nicht ausgeteilt, wie man sieht. Also das war wahrscheinlich dann schon eher das Aufgebot,
hier zu Buche geschlagen ist. Und insofern passt das. Wenig Kontrolle, da sind wir gerade dran. Niedrige Haltbarkeit. Das hier sollten wir allerdings schon reparieren. Das ist jetzt das Mindeste, was wir an der Stelle tun können. Und wir können Titel theoretisch erschaffen. Königreich der Bretagne, Königreich von England. Das werden wir aber nicht tun. Und gucken mal, was dann als nächstes so passiert. Macht's gut, bis dann, euer Don Firenze.